Leute, wie geht's euch? Alex hat's ja schon gesagt. So, also ich bin nicht komplett Greenbaum. Ich habe so ein paar, ne, Sachen mir auch schon angeguckt. Ich weiß ungefähr, worauf es ankommt, aber nur ungefähr. Essen haben wir. Ein Löffel. Ein roter Becher. Hier draußen ist das Licht, oder? Das Geile an diesem Game ist, ihr seht schon, ich kann hier nach draußen gucken. Das liegt auch nur an diesem Fenster. Dementsprechend Zombies können auch reingucken. Alex, was hast du heute gemacht? Oh, was ist das? Wir haben einen Rucksack direkt am Anfang. Echt jetzt? Den Sekundär ausrüsten? Der Sekundär? Nein. Zählt er den? Auf den Rücken tragen, da steht's doch. Meine Güte. Easy. Kabel? Brauchen wir Kabel? Nicht da oben auch noch. Das ist ein Loot. Okay. Kochen für Anfänger. Das nehmen wir uns mal mit. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob wir hier bleiben oder nicht, weil einstöckig ist immer so ein bisschen. Wir spielen Standard, dann machen wir. Also Bademantel anziehen. Ne? Also man muss hier verdammt auf vieles aufpassen. Außen. Man muss sich ausruhen, man muss schlafen, man muss sich selber verarzten. Und das Game ist einfach nur krass. Dann hier noch. Ach ja, Badezimmer. Ich habe noch nie eine Waffe gefunden. Haken zerreißen. War doch Badetuch nicht. Zette nehmen wir mit. Mal auch hier auf alles neben draufklicken. Ja, moin Johannes, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Mir ist alles gut. Noch alles gut. Trinken. Weiß nicht, sollen wir uns raustrauen? So, ihr wisst schon, das wird ein relativ großartiges Schleichspiel. Je mehr Sounds wir machen, umso schlechter für uns. Was für mich? Ein Auto steht da schon. Und am Briefkasten eigentlich was machen? Vorher auch nicht. Das sieht gar nichts. Nichts hier machen am Auto? Schieben, habt ihr gesehen? Einkaufen gewesen, ein bisschen gedaddelt. Nein, Dad war im Anwalt gewesen.
Ah, wie den Nacht. Da steht ein Zombie hin. Shit. Geh erstmal die Straße weiter runter. Aber erstmal so was wie eine Waffe. Oha, okay. Also ran hier. Nächste. Der nix. Na gut, wenn nichts hat, dann gehen wir weiter. Also egal, ihr habt ja gesehen, was das für ein Abstand war. Also das ist schon heftig. Eine Range, die wir nicht mehr haben. Oh na, komm. Bist eingesperrt. Da sind drei drin. Oh. Okay. Nee, mit drei will ich mich noch nicht anlegen ohne Waffe. Werde mich eh gleich vergessen haben. Auch nicht. Ach du Scheiße. Jetzt kommt von da unten auch noch. Gut, Johannes. Was ist bei dir? Ja, aber ich glaube, die haben uns verloren, oder? So, ach, guck mal hier, sehr geil. Eben. Weiß nicht, braucht man den Mundschutz? Ich glaube nicht, oder? Beta-Blocker. Ey, eine Fundgrube hier, echt jetzt? Ich habe gesehen, der Johannes hat's auch, ne? Hast du schon öfters gespielt? Kleidezimmer hier. Oder auch nicht. Mach die Tür zu. Affe. Das Buch. Feuerzeug, das ist auch schon mal. Ich weiß, Johannes, ich weiß. Vorhang hier ganz wichtig. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass hier gerade Fenster im Raum sind. Wow! Alter, erschreck mich doch nicht so! Jalla, ey. Dein Ernst? Warte, welchen? Nehmen wir mal mit. Überraschung. Er ist doch einfach reingespawnt. Das war voll fies. Aktionsmittel. Also ich kann noch ein bisschen tragen.
Staffel fortgeschritten. Mach dein Arsch zu, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. So, ich bin jetzt eigentlich voll. Und wieder keine Waffe. Lektionsmittel mit. Was haben wir im Inventar? Beladen, ja, okay, das kriegen wir gleich weg. Davon nichts wegwerfen, ne? Die Viecher, die stehen direkt vorm Haus, ne? Teilbearbeitung brauchen wir erstmal nicht. Kann auch frusten. Ich weiß, Johannes, ich habe schon ein paar Runden gemacht. Übel. Toilet. Macht jetzt natürlich Krach, ne? Die warten da schon. Ich hab Hunger. Ich sag nicht, die haben mich bis jetzt, bis hierhin verfolgt. Doch haben sie. Ist durchs Fenster, der Sack. Das Problem ist, die machen jetzt natürlich ordentlich Krach, ne?